Ball. Also, Conny bedankt sich bei euch allen für euer Dasein, für dieses immer wieder regelmäßige Zusammensein, für eure Bereitschaft, wirklich euer Geist anzuschauen und im Geiste miteinander vereint zu sein. Vielen Dank dafür. Bueno, maravilloso estar en este instante y es el amor lo que nos convoca, ¿sí? Wie herrlich ist es, in diesem Augenblick zusammen zu sein, und die Liebe ist es, die uns alle ruft. ¿Se escucha algún ruido aquí interno? ¿Sí? No, está No. todo bien. Ah, perfecto. Bien, como el tema es el amor, entonces vamos con Conisita a leer la lección 229, que es una lección bellísima centrada en la idea del amor. Gut, da das Thema die Liebe ist, wollen wir mit Conny zusammen die Lektion 229 lesen. Eine wunderschöne Lektion, in der es um die Liebe geht. La invitación es a que las sientas plenamente, a que estas ideas maravillosas las interiorices y tú seas lo que las ideas son. Und die Einladung an euch ist, die Lektion nicht nur zu hören und zu lesen, sondern wirklich zu fühlen und in euch aufzunehmen, was die Worte mit uns machen wollen. Adelante, Conisita. Gracias, Luisito. Vielen El Dank. amor es lo que me creó, es lo que soy. Die Liebe, die mich schuf, ist, was ich bin. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ich suche meine Ahora. eigene. ¿Traduzco o quieres leerlo todo Sí. primero? No, lee, lee. Traduce, por favor. Y gracias. Ich suche meine eigene Identität und finde sie in diesen Worten. Die Liebe, die mich schuf, ist, was ich bin. Ahora no necesito buscar más. Jetzt muss ich nicht mehr suchen. El amor ha prevalecido. Die Liebe hat obsiegt. Ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. So still hat sie darauf gewartet, dass ich nach Hause komme, dass ich mich nicht länger vom heiligen Antlitz Christi abwenden will. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la entidad, de la identidad que procuré perder, pero que mi padre conservó a salvo para mí. Und das, worauf ich schaue, bezeugt die Wahrheit der Identität, die ich zu verlieren suchte, doch die mein Vater sicher für mich aufbewahrte. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Vater, mein Dank sei dir für das, was ich bin. Dafür, dass du meine Identität unberührt und sündenlos bewahrt hast, inmitten aller Gedanken der Sünde, die mein törichter Geist erfunden hat. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Und dank dir, dass du mich von ihnen erlöst hast. Amen. Bueno,
Es una poderosísima declaración esta de busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Das ist Como que... eine wunderbare Lektion über die Suche nach meiner wahren Identität. Ich suche die Liebe und die Liebe ist das, was mich erschaffen hat. Como que hay un salto en el tiempo y regreso al reconocimiento real de lo que soy. Es gibt also einen Zeitsprung und ich komme dahin zurück, dass ich erkenne, was ich tatsächlich bin. Ahora ya tengo una explicación, ya tengo el adjetivo para resolver el dilema y la gran pregunta de qué soy, quién soy. Damit habe ich jetzt eine Antwort gefunden, eine Antwort auf die Frage und auf dieses Dilemma, wer bin ich und was bin ich? Ya no busco esa identidad falsa en el sueño. Ya no soy un cuerpo, ya no soy Luis, ya no soy un personaje separado. Ahora reconozco que soy el amor. Ich suche nicht mehr meine Identität, meine falsche Identität in diesem Traum. Ich bin jetzt kein Körper mehr. Ich bin nicht mehr Luis. Ich bin nicht mehr hier. Y ese reconocimiento implica una acción en mi mente. Und diese Erkenntnis beinhaltet oder braucht einen Geistesswitch. Una acción en mi mente y unir a mi corazón. Eine Geisteshandlung, die verbunden ist zwischen Geist und Herz. A vivir la experiencia. Um diese Erfahrung wirklich zu leben. A experimentarme como el amor mismo. Um mich zu erfahren als die Liebe selbst. A bendecir todo mi sueño. Und um all meinen Traum zu segnen. Y a bendecir todas las figuras que están poblando ese sueño. Und um all die Personen oder Persönlichkeiten zu segnen, die diesen Traum bevölkern. Las he puesto ahí solo para comunicar el amor. Und all diese Persönlichkeiten sind nur da in meinem Traum, um die Liebe, um mir die Liebe zu schenken. Así es. Mira qué hermosa tarea. Estamos simplemente retornando al amor. Ja, so ist es, sagt Conny. Und schau, was für eine schöne Aufgabe. Das ist was für eine wundervolle Aufgabe. Wir sind da, um zurückzukehren zur Liebe. Y ese retornar al amor pasa por tu presencia. Und dieses Zurückkehren zur Liebe passiert durch deine Präsenz, durch dein dem Hier und Jetzt sein. Por estar completamente, 100% en este instante. Indem du wirklich hundertprozentig im jetzigen Augenblick bist. Por estar dispuesto a mirar tu mente para corregir cualquier distorsión. Und indem du bereit bist, deinen Geist korrigieren zu lassen und jegliche Störung in deinem Geist löschen zu lassen. Ahora se me han dado los elementos, la brújula, la sensación y el registro interno de mi camino. Jetzt habe ich für diesen Weg zur Liebe endlich die Kompassnadel gekriegt und ein Handwerkszeug, wie ich auf diesen Weg gehen kann. Así es que cuando me desvío
Cuando me distraigo, lo puedo experimentar. Und damit kann ich jetzt, wenn ich dann auf Umwege gerate oder mich ablenken lasse von diesem Weg zur Liebe, dann merke ich's, dann bin ich bewusst. Y esa tensión, esa presencia pasa por no aceptar ningún estado que no sea de plena felicidad, de plena aceptación del momento presente. Und das schaffen wir, indem wir einfach keinen Geisteszustand, der nicht völlige Freude und völliges im jetzigen Augenblick sein beinhaltet, einfach gehen lassen. Si es que observa tu mente y retorna a la alineación con el Espíritu Santo. Also beobachte immer deinen Geist und komm zurück zu der Führung durch den Heiligen Geist. Y como nos enseña Luis, es una acción mental. Und so wie Luis gerade schon gesagt hast, ist das einfach eine geistige Handlung, eine Geisteshandlung. Es esa acción. Es esa acción mental lo que me permite en realidad amar. ¿Y cuál es esa acción mental? El acto profundo de honestidad de reconocer que cualquier elaboración que hago sobre ti, cualquier elaboración que hago sobre la realidad, es simplemente una vía de escape para no experimentar el poder de este momento y para no vivir el amor que este momento contiene. Ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt. Also, diese geistige Haltung beinhaltet, dass ich mir bewusst darüber werde, dass alles, was ich auf andere Menschen projiziere, letztlich nur eine Flucht ist, eine Flucht weg von diesem Empfinden, dass alles und jedes Erleben eigentlich Liebe ist, dass hinter jedem Ding, hinter jeder Person, die Liebe steckt. Porque, Espero ¿qué es lo haberlo que? reducido bien lo que has dicho. Bueno, voy a ser más corto. Sí. ¿Qué es lo que expresa la separación? ¿Cuál es el mecanismo de la separación? Que pareciera que es gran cosa y no lo es. Genau, was steckt denn hinter dem Konzept der Trennung? Man denkt immer, das ist was ganz Großes, aber es ist gar nicht so. Ese mecanismo de la separación es simplemente el pensamiento humano, el pensamiento egoico, que Jesús lo define como los pensamientos que mi alocadamente inventó. Der Trennungsgedanke ist letztlich das, wie Jesus sagt, was meine verrückten Gedanken erfunden haben. Cualquier elaboración, cualquier significado que haga sobre ti, necesariamente me distancia de ti. Jedes Urteil, was ich und jede Projektion, die ich auf dich habe, muss mich zwangsläufig von dir fernhalten und von dir trennen. Al calificarte o al calificar el entorno, lo que parece rodearme, necesariamente me estoy separando. Hay un sujeto aquí y un objeto afuera que yo interpreto. Sobald ich irgendetwas interpretiere oder beurteile, was im Außen ist, mache ich immer ein Du und ein Ich. Also ich bin ein Subjekt hier und du bist ein Subjekt dort und wir sind aber getrennt. Das heißt, ich produziere Trennung. Entonces, si no hay elaboración, hay comunión. Und Si no wenn hay ich elaboración conceptual, hay comunión. diese Gedanken von Trennung nicht mehr in mir trage, dann habe ich die Kommunion, also die Einheit. Si no hay palabras, hay luz.
Perdón, si no hay palabras, hay Luz. luz. Ah, wenn es keine Worte mehr gibt, dann ist da nur noch Licht. Si no hay juicio, hay libertad. Wenn kein Urteil mehr da ist, ist nur noch Freiheit. Entonces, amarte pasa por no hacer ninguna elaboración sobre ti. Das heißt, dich zu lieben passiert, indem du dich selbst nicht versuchst zu, er benutzt immer das Wort Elaboration, also zu elaborieren, dich selbst zu kreieren, also eine Selbstkreation zu machen. Ahí es que reconozco tu ser real. Und dann kannst du dein wahres Selbst erkennen. Solo con mi mente vacía puedo experimentar el poder infinito de este momento. Und nur mit einem leeren Geist kann ich diesen endlosen Moment des Jetzt erfahren. Y para eso necesito por un momento pedir ayuda. Und dafür brauche ich die Hilfe von oben. Porque la memoria humana es la memoria de la elaboración, de la interpretación, de la calificación. Weil unser Gedächtnis, unser menschliches Gedächtnis, ist ein Gedächtnis von Selbstkreation, von der Elaboration der GEMAS. Ya me Kreation. perdí. La Sí, also interpretación, calificación. Interpretation, genau. Also unser Gedächtnis macht immer nur, dass wir selbst wieder Dinge kreieren, dass wir Sachen interpretieren durch unsere Erfahrungen hindurch. Que solo experimento tu ser, que es mi propio ser, si no hay palabras. Und ich kann dein wahres Selbst, was auch gleichzeitig mein wahres Selbst ist, nur dann erfahren, wenn es da keine Worte gibt. Y esa es toda la idea del perdón. Und das ist die Idee, die hinter der Vergebung steckt. Siempre perdono mi propio relato, mi propia elaboración. Ich vergebe meine eigenen Kreationen, meine Schöpfungen. Entonces, es una triada. Quiero tener una relación santa contigo. Also es ist wie eine Triade. Ich möchte eine heilige Beziehung zu dir haben. Esa triada es uno, quiero tener una relación santa contigo. Genau, der erste Punkt ist, ich möchte von der Triade, ich möchte eine heilige Beziehung zu dir haben. Dos, esa relación santa solo es posible en este instante santo. Und zweitens, diese heilige Beziehung ist nur in diesem heiligen Augenblick möglich. Y la relación santa en este instante santo solo va a suceder con la ayuda del Espíritu Santo. Und diese heilige Beziehung in diesem heiligen Augenblick kann nur geschehen oder kreiert werden durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Pareciera que son tres cosas. Und sieht so aus, als wären das drei Dinge, die wir brauchen. Y en realidad son solo uno. Aber in Wirklichkeit ist es nur eines. Solo te puedo amar en este momento. Y el amor, decía Connie, solo es posible en este instante. Ich kann dich nur in diesem Moment lieben. Und die Liebe ist auch nur in dem jetzt, im jetzigen Augenblick möglich. Y solo te puedo amar en este instante si estoy en el espíritu, si estoy en el ser real. Und ich kann dich nur in diesem Augenblick lieben, wenn ich in meinem wahren Selbst bin. Entonces, siempre eres un espíritu que habita en la eternidad, amando a tu hermano. Also bist du immer ein Geist, der erlaubt, deinen Bruder zu lieben. Así es, esa eternidad que te habita y la que puedes recordar a cada instante.
Ja, genau, das ist diese Ewigkeit, die in dir wohnt und die du in jedem Moment erleben kannst. Y esa acción mental de silenciarte, de tomar contacto con este instante, es una elección. Und dieses dich dafür entscheiden, deinen Geist leer zu machen und im jetzigen Augenblick zu sein, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst und kannst. Quiero que observes por un instante tu mente y mires qué pasa cuando estás distraído. Und sie bittet uns oder lädt uns ein, mal unseren Geist zu beobachten jetzt einen Augenblick und zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich abgelenkt bin. Fíjate cómo se llena de correlatos o de relatos, de historias, ¿no? De contenidos, como nos decía Luis. Schau mal, wie sich dein Geist füllt mit Geschichten, mit Erzählungen, mit irgendwelchen Inhalten. So wie Luis gesagt hat. La mente está ahora al servicio de ese comentarista. Der Geist ist in solchen Ablenkungsmomenten nur Diener von unserem inneren Kommentator. Me he olvidado de mi ser y ahora tejo historias. Ich habe aber mein Sein, mein wahres Selbst vergessen und ich möchte jetzt die Geschichten beiseite lassen. Historias provenientes de mi propio pasado, lo cual Ich no me permite unirme a ti. Geschichten, die aus meiner eigenen Vergangenheit kommen und die mich daran hindern, mich mit dir eins zu machen. Si lo quieres ver a nivel de energía, mira cómo esa historia te roba un plus energético. Wenn man es auf energetischer Ebene sieht, dann schau mal, wie diese Geschichte deiner Vergangenheit dir ein energetisches Plus wegnimmt. Y para retornar al silencio, necesito recogerme. Fíjate la palabra. Dios, Jesús te invita a recogerte, a recoger tu energía en una sola dirección. Und um aus diesen Geschichten rauszukommen, lädt uns der Heilige Geist ein, uns, das kann man nicht so schön übersetzen, recoger ist, dich wieder aufzunehmen, also deine Energie praktisch wieder aufzunehmen, und zwar genau in eine Richtung, nämlich nach oben. Es como que el tejido del sueño ofrece una resistencia. Ja, so wie als hätten wir so ein Netz an Traum in uns drin, der immer Widerstand leistet. Hay como una inercia en el sueño. No sé lo que es inercia, der Traum Inercia. blockiert praktisch. Ja. Puedes verlo como la fuerza que te lleva a conservar el estado anterior. Genau, also der Traum in uns und unsere Gedankenwelt ist wie so eine Kraft, die uns immer wieder dazu bringt, den inneren Vergangenheitsprozess zu reaktivieren. En la medida en que recobras tu atención en el presente, Und je besser ich meine Aufmerksamkeit wieder im Hier und Jetzt habe, cuentas con una fuerza increíble para romper el tejido del sueño. wirst du merken, was du für eine unglaubliche Kraft spüren kannst in dir, die dieses Netz von unseres Traumes kaputt machen kann, Y durchbrechen solo kann. ahí podrás experimentar el amor. Und nur so kannst du dann die Liebe wirklich empfinden. El amor es silencio. Die Liebe ist Stille. El amor no pide nada.
Die Liebe fragt nach nichts. No tiene contenidos de mi pasado. Hat keinen Inhalt mit Vergangenheit. Has soltado toda interpretación y toda necesidad. Du hast all deine Interpretation losgelassen und all deine Notwendigkeiten, die du siehst. Y en ese espacio abierto y luminoso puedes encontrarte a ti y a tu hermano. Und in diesem offenen und lichtvollen Raum, in dem kannst du dann dich und deinen Bruder wiederfinden. Es el espacio donde habita Dios. Das ist der Raum, in dem Gott wohnt. Nuestra invitación en este instante es a que entres en ese contacto profundo. Und unsere Einladung in diesem Augenblick ist jetzt, dass du in diesen tiefen Kontakt, dich auf diesen tiefen Kontakt einlässt. Donde has soltado todo diálogo. Indem du all den Dialog in deinem Geist losgelassen hast, Toda historia, alle Geschichten losgelassen hast, toda creencia. alle Glaubenssätze. Y ahora te puedes centrar en tu corazón. Und jetzt kannst du dich wirklich konzentrieren und fokussieren auf dein Herz. Y puedes sentir el aliento divino. Und du kannst den göttlichen Atem spüren. Es como que tu pecho se expande. Es ist so, als würde sich deine Decke über dir ausweiten Tu mente se tranquiliza. und dein Geist beruhigt sich. Y hay una inmensa gratitud. Und da ist eine unendliche Dankbarkeit. Quédate por un instante ahí. Bleib mal für einen Augenblick dort. Ah, no, lo experimentas en ese vacío de tu mente, cómo brota la totalidad. Und kannst du spüren, wie in diesem leeren Geist die Ganzheit keimt? Entonces experimentas, para volver a esa idea, la vibración, la energía, que es lo que es el amor. Und so kannst du die Energie und die Vibration von dem, was die Liebe ist, erfahren. Podríamos mirar en este momento la idea del amor como la energía que todo lo transforma. Wir können so die Liebe als das sehen, als eine Energie, die alles transformieren kann, alles verwandeln kann. Jesús dice en Principios de los Milagros que Das ist el origen de todo milagro es el amor. eines der Wunderprinzipien, dass die Quelle aller Wunder die Liebe ist. ¿Y cuál es el milagro? Und was ist das Wunder? La profunda transformación energética de tu ser. Die tiefe Transformation, energetische Transformation deines Seins.
Has soltado ese pequeño bombillito separado, atrapado en un cuerpo. Indem man dieses kleine, in einem Körper gefangene Ding transformiert. Y ahora te experimentas, o por lo menos anhelas experimentarte como la luz infinita que todo lo envuelve. Kannst du dich jetzt als das endlose Licht, was alles umhüllt, empfinden oder zumindest dich danach sehnen, dies zu empfinden? Mira que todo pensamiento fabrica forma de alguna manera. Schau, jeder Gedanke macht letztlich eine oder wird zu einer Form. El ingeniero piensa en una casa, hace un diseño y luego ese pensamiento se hace forma. Der Ingenieur denkt in ein Haus, in die Form eines Hauses und später wird dieser Gedanke zu einer Form. O piensas en que vas a preparar la cena y eso se hace forma en el banquete que sirves. Oder du denkst dran, dass du jetzt das Abendessen vorbereiten musst und dann wird dieser Gedanke nachher zu einer Aktion, indem du das servierst, was du dann servierst. Entonces el pensamiento es energía que genera forma. Also ist der Gedanke Energie, der Formen hervorbringt. Por eso ahora eres plenamente consciente de lo que habita tu mente, de los pensamientos que piensas. Deswegen sollten wir immer ganz absolut bewusst darüber sein, was für Gedanken in unserem Geist wohnen. Y practicas el arte de parar esa mente caótica que piensa en una cosa y en otra. Und du darfst dann die Kunst praktizieren, diesen chaotischen Geist zu beruhigen, der eine Sache nach der anderen denkt. La quietas, la silencias, la calles. Du beruhigst ihn, du bringst ihn zur Stille, du fährst ihn runter. Y entonces la energía que dilapidabas en esa lluvia desordenada de pensamientos ahora se recoge. Und all die Energie, die davor in diesem Gedankenregen in dir drin war, die kannst du jetzt zusammenführen. En esa quietud, tu mente es como el puño cerrado, poderoso, un gran centro energético. Und in dieser Stille in dir drin, die Stille in dir drin, ist eigentlich wie so eine geschlossene Faust, ein energetisches Zentrum in dir drin. Y esa energía se hace amor. Und diese Energie wird zur Liebe. Y en este plano, una manera real de extender el amor. Und in diesem Plan also in einer wirklichen Möglichkeit, die Liebe auszudehnen. Es en la acción tuya de extender la verdad, en la acción en favor de tu hermano, que es en favor de ti mismo. Ist dann letztlich eine Handlung, die für deinen Bruder ist und damit auch gleichzeitig für dich. Entonces tu energía, que es tu luz, está al servicio de la filiación. Und so ist dann deine Energie, die dein Licht ist, für die Sohnschaft. Y así este sueño cobra un toque de sentido. ¿Tiene algún sentido este sueño? Und so hat dann auch dieser Traum wenigstens einen kleinen Sinn. Ahora no eres ese pequeño cuerpito demandante de energía, favores y atenciones aquí y allá. Also bist du nicht mehr dieses kleine Körperchen voll mit irgendwelchen Handlungen und Ideen und Aktionen? Ahora eres Jesús o eres María Magdalena, dándolo todo porque todo lo tienes. Jetzt bist du Jesus oder Maria Magdalena oder beides, weil bist alles und hast alles. Ahora eres ese gran centro energético que distribuye luz.
por todo el tiempo y el espacio, para que el tiempo y el espacio se deshagan. Jetzt bist du dieses energetische Zentrum, was das Licht verteilt und streut überall hin, sodass Zeit und Raum sich auflösen. Tienes esa vibración energética, esa experiencia del amor que te invita a comunicar, a extender, a dar. Du hast dieses energetische Vibrieren in dir, diese Energie, die dich einlädt, zu geben und zu schenken. Y te pones de pie, como decía Sandy hace un momento. ¿Puedes repetir? Te pones de pie como hacía Sandy hace un momento. Und du stellst dich auf, so wie die Sandy es vorher gemacht hat. Y llenas el espacio con tu luz. Und du füllst deinen Raum mit deinem Licht. Y ahora puedes declarar desde la plena certeza interior. Und jetzt kannst du sagen, von tiefstem Inneren heraus, Que tú eres la luz del mundo. dass du das Licht der Welt bist. Estás aquí para iluminar este sueño imposible. Du bist hier, um diesen unmöglichen Traum zu erleuchten. Y lo haces desde la total determinación. Und machst es von der totalen Überzeugung heraus. Total determinación que necesariamente viene acompañada de disfrute. Und diese totale Überzeugung muss gleichzeitig automatisch begleitet sein von deinem Genuss darin. Porque el amor es lo que la alegría es. Weil die Liebe ist auch die Freude. Entonces, si eres amor, eres también felicidad. Also, wenn du Liebe bist, bist du auch gleichzeitig Freude. Y no es la felicidad del sueño, Und das ist nicht die Freude des Traumes, que es temporal. weil die ist nur zeitlich begrenzt. Circunstancial, Die ist nur an Bedingungen geknüpft cambiante, und sie ist veränderlich. no, es la felicidad de tu ser, Nein, du bist die Freude deines Seins. que es eterna porque sucede en este momento. Und die ist ewig, weil sie im jetzigen Augenblick passiert. Que es santa porque en este instante bendices al mundo. Und sie ist heilig, weil du in diesem Augenblick die Welt segnest. Y que es real, porque brota de tu ser. Und sie ist wahr, weil sie aus deinem Selbst hervorkommt. Y así el sueño se deshace. Und so löst sich der Traum auf. Ese tejido atrapado en el tiempo y en el espacio. Dieses Netz, was gefangen ist in Zeit und in Raum, No, lo reconoces como lo que es una ficción imposible. und das erkennst du jetzt als das an, was es wirklich ist, nämlich eine unmögliche Vorstellung. El regalo todo de la Navidad es el regalo de este momento. Das Weihnachtsgeschenk für dich ist das Geschenk des jetzigen Augenblickes. El inicio de un nuevo año es en este instante. Der Beginn eines neuen Jahres ist im jetzigen Augenblick. Y ahí se deshace el tiempo. Und da löst sich die Zeit auf. Y te experimentas como la totalidad del espacio. Und du erfährst dich selbst wie die Ganzheit des Universums. Y entonces recuerdas la lectura que hacíamos al iniciar. Also erinnerst du dich an an den Text, den wir ganz zu Beginn gelesen hatten? Soy amor, pues el amor fue lo que me creó.
Die Liebe, die mich schuf, ist, was ich bin. Soy amor porque el amor fue lo que me creó. Qué hermoso. Ich bin Liebe, weil ich von der Liebe geschaffen bin. Ach, wie wundervoll ist das. Y como dice Luis, retornas a la alegría del ser. Und wie Luis sagt, wir kommen damit zurück zu der Freude des Seins. Y esa alegría está ahí para que la ofrezcas, para que la extiendas. Und diese Freude ist da, damit du sie anbietest, damit du sie verschenkst und ausdehnst. El amor, la alegría, la gratitud, cualquier espacio interior profundo tiene que expresarse. Die Liebe, die Dankbarkeit, die Freude, all die in diese inneren Gefühle sind dafür da, dass sie ausgedrückt werden. Es una fuerza que nace desde tu corazón, desde tu mente y te lleva a la extensión. Das ist eine Kraft, die von deinem Herz und von deinem Geist herrührt und die dich in die Ausdehnung bringt. No está en ti para ser contenida ni apresada. Die sind nicht dafür da, diese Gefühle, um zurückgehalten und unterdrückt zu werden. Se te da como un regalo de la extensión completa del universo. Sie werden dir als ein Geschenk, das ein vollkommenes Geschenk des Universums gegeben. Y ahora entiendes que solamente dando aquello que valoras, lo puedes tener para ti. Und so kannst du verstehen, dass du nur, indem du gibst, das, was du wertschätzt, auch für dich haben kannst. Puedes experimentar aquello que eres a través del acto de extenderlo. Du kannst also das, was du wirklich bist, dadurch erfahren, indem du es ausdehnst. Y ese es el nacimiento de Jesús, es la Navidad, es la estrella. Und diese Geburt Christi, Jesus Christus, ist Weihnachten und ist der Stern. Es el abrazo del perdón que te lleva realmente a todo lo que has querido siempre. Und es ist die große Umarmung der Vergebung, die dich dorthin bringt, wo du schon immer sein wolltest. Sentir la totalidad del amor en tu mente en este instante, cuando te silencias. Da die grenzenlose Liebe in dir zu spüren, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du still wirst. Sentir el poderoso abrazo de la gratitud. Den kraftvollen, machtvollen, die kraftvolle und machtvolle Umarmung der Dankbarkeit zu spüren. Y tener la certeza que no tiene nada que ver con el mundo ni sus resultados. Und die Gewissheit zu haben, dass diese Dankbarkeit nichts mit der Welt und den Resultaten, Ergebnissen dieser Welt zu tun hat. Y desde ahí sientes el amor de Dios dentro de ti ahora. Es la lección 189 y es una lección bellísima. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Und mit von diesem Gesichtspunkt aus, den Conny beschrieben hat, können wir dann die Liebe Gottes in uns spüren. Und damit leitet Luis über zu der Lektion 189. Ich fühle die Liebe Gottes in mir, jetzt in mir. Escuchemos un momento a Jesús con unas ideas bellísimas que hay en esta lección.
Hay ¿Sí? una luz, ¿sí? De las siete, en Tenemos el una primer parte. párrafo, numeral siete. Ok, numeral 7. El primer Sentir el párrafo. amor de Dios. Sí. Sí. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. Also wir sind in Lektion 189, erster Abschnitt, Satz 7. Die Liebe Gottes in dir zu fühlen heißt, die Welt neu zu sehen, vor Unschuld leuchtend, lebendig vor Hoffnung und gesegnet mit vollkommener Barmherzigkeit und Liebe. Ahí podemos con esta idea regresar a lo que decíamos al comienzo. Damit Siento ese können wir mundo. zurückkommen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Siento y veo el mundo renovado porque no estoy haciendo ninguna elaboración sobre él. Ich kann die Welt als neu empfinden, weil ich keine Fehlschöpfung mehr über sie stülpe. Te permito que brote y nazca en este instante. Und ich erlaube, dass diese Welt neu keimt in diesem Augenblick. Radiante, es decir, dichoso de inocencia, porque yo no lo estoy calificando, le estoy permitiendo que sea lo que es. Genau, ich erlaube, dass sie einfach das ist, was sie ist, und stülpe kein Urteil drüber. Lleno de esperanza, es decir, suficiente, pleno, abundante, de esperanza. Voller Hoffnung, also überquellend vor Hoffnung. Y bendecido con perfecta caridad y amor. Und gesegnet mit vollkommener Barmherzigkeit und Liebe. La caridad cristiana, que para los budistas sería la compasión. Die Barmherzigkeit, die christliche Barmherzigkeit, die für die Buddhisten die Compassion, das Mitgefühl wäre, das Mitgefühl. Y entonces, como no hago ninguna elaboración, Und da ich keine Fehlschöpfung mira lo que mache, sucede. schau mal, was dann passiert. Entonces dice Jesús en el punto 2 del segundo párrafo, dicho Es. mundo, ese mundo que no califico, dicho mundo te da la bienvenida, se regocija de que hayas venido y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de cualquier peligro o dolor. Und so, sagt Jesus, können wir dann die Welt wie folgt erfahren. Zweiter Satz im zweiten Abschnitt. Sie heißt dich willkommen, frohlockt, dass du gekommen bist und singt dein Loblied, während sie dich sicher vor jeder Form von Gefahr und Schmerz bewahrt. Y ofrece un hogar cálido y tranquilo en el que permanecer por un tiempo. Sie bietet dir ein warmes und sanftes Zuhause an, in dem du eine Weile bleiben kannst. Como que el mundo es la metáfora del regreso a casa, como que en este mundo también es posible que encuentres el hogar cálido y tranquilo. So ist diese, also diese neue Welt, ist dann ein Symbol für das Zuhause, für das Nachhausekommen. Also es kann dein warmes und angenehmes Zuhause sein. Mira lo que sigue, Conchita. Lo leo y tú lo comentas, ¿sí? Perfecto. Te bendice a lo largo del día y te cuida durante la noche, cual silencioso guardián de tu sueño santo. ¡Guau! Sie segne dich den ganzen Tag hindurch und wacht als stummer Hüter deines heiligen Schlafes über Nacht. Sientes todo el abrazo y la protección del cielo a cada instante. Du kannst so in jedem Augenblick die große Umarmung des Himmels
fühlen, die in jedem Augenblick da ist. Dios va contigo y va conmigo, donde quiera que yo voy. Gott geht mit dir und er geht mit mir, wo immer er hingehen möchtest. Te ofrece esa bendición, Er ese espacio sagrado, donde no hay nada que temer. bietet dir diesen Segen an, in diesem heiligen Raum, in dem es nichts zu fürchten gibt. Mira cómo lo dice aquí. Y entonces ese mundo radiante, escucha esto, te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Sus flores, que son la expresión de la vida, el canto de la primavera y la nieve, que ahora también florece para ti en este invierno europeo. Flores y nieve juntas en el deshacimiento total del tiempo y en la celebración de la fiesta de la vida, que es la fiesta del amor. Wir sind beim letzten Satz. Sie bietet dir ihre Blumen und ihren Schnee in Dankbarkeit für deine Güte an. Und so sagt Luis, sind die Blumen, sind das Symbol für das Leben, was wächst und erblüht. Und genauso auch der Schnee, der jetzt hier in Europa im Winter da ist, die Gott uns anbietet in Dankbarkeit. Mira que te dice Jesús que el universo te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Esa es la respuesta a tu benevolencia, que es tu perdón total de toda idea, de toda elaboración. Und wie wunderbar ist das, dass Jesus uns als aus Dankbarkeit für unser Wohlwollen, für unseren Willen, dass wir vergeben wollen, und alle Ideen loslassen wollen, dass er uns dafür die Blumen und den Schnee anbietet. Wie wunderschön. Y este es Conisita, este es el mundo que el amor de Dios revela. Und das ist die Welt, welche die Liebe Gottes offenbart. Mira esa belleza. Ese es el mundo que el amor de Dios te revela. Ese es tu Wow. regalo. Das ist das Geschenk für dich. Schau mal, welche Schönheit. Das ist die Welt, welche die Liebe Gottes offenbart. Es el regalo para ti, hermano santo, que buscas y hallas la paz de Dios. Das ist das Geschenk für dich, du heiliger Bruder, der du nach Gott suchst und Gott gefunden hast. ¿Qué más experiencia, qué más presente quieres recibir en este instante, en esta Navidad? Que es la representación de el fin de tu sueño, porque el presente es así porque tú estás en él. Welch größeres Geschenk gibt es denn, als zu erfahren, dass der Traum zu Ende ist, weil du bereit bist, ganz im jetzigen Augenblick zu sein? Si el amor es el camino que recorres con gratitud. Wenn die Liebe der Weg ist, den du in Dankbarkeit gehst. Entonces, mira lo que está sucediendo en este instante santo, que tu mundo refleja la quietud y la paz que refulge en ti, la tranquilidad y la inocencia que ves a tu alrededor, la dicha con la que miras hacia afuera desde los inagotables manantiales de dicha en tu interior. Contemplas lo que has sentido dentro de ti,
y ves su inequívoco reflejo por todas partes. Y ahora el mundo es la extensión de tu corazón, y ahora el mundo es la ampliación de tu ser real, y ahora el mundo refleja el amor que habita en tu altar interior. Esto ha sido demasiado. ¿Has leído Entonces, una parte? Sí, ¿no? ¿Qué parte has del leído? 4, del 4 a partir del numeral 2. Ok, wir sind im vierten Abschnitt Nummer 2. Ihre Welt spiegelt die Stille und den Frieden, der in ihnen leuchtet, die Sanftmut und die Unschuld, von der sie sich umgeben sehen, die Freude, mit der sie nach außen schauen, vom endlosen Bronn der Freude in sich. Das, was sie in sich fühlten, und das schau auf das schauen sie und sehen seine sichere Widerspiegelung überall. Bien. Entonces vamos, sigue. Sí. Dale, Bueno, dale. hay algo que llega a mí como un pedido de extensión. Es a que incluyamos a todos nuestros hermanos a este remanso de paz, sean humanos o no humanos, sean humanos o animales, que les des tu abrigo y tu protección en este instante. Also sie spürt hier einen ganz großen Wunsch nach Ausdehnung, und zwar eine Ausdehnung, die für alle Brüder gilt, und zwar für alle Brüder, egal ob sie Menschen sind oder ob sie keine Menschen sind, ob sie Tiere sind. Diese Ausdehnung auf letztlich die ganze Schöpfung, so habe ich sie verstanden. Como que extendemos ese amor a todas las formas vivas. Ja, wenn wir diese Liebe auf alle lebenden Kreaturen ausdehnen. Como que experimentamos en este instante santo. So wie wir es in diesem heiligen Augenblick erfahren können, En nuestra relación santa. in unserer heiligen Beziehung. Abrigada por el Espíritu Santo, Die vom Heiligen Geist es bewohnt con ist. todas las formas vivas que en este sueño habita. Und von allen lebendigen Formen, die in diesem Traum leben. Reconozco en la mascota. Ich erkenne es wieder in meinen Haustieren. El más poderoso maestro que el cielo me haya regalado. Ja, in meinen Haustieren kann ich den größten Lehrmeister wiedererkennen, den der Himmel mir geschenkt hat. Porque él habita en la eternidad de este instante. Ese gatito, ese perrito, habita en la eternidad de este instante. Weil diese Tiere in der Ewigkeit des Augenblicks leben. Celebrando el amor momento a momento. Die Liebe wirklich von Moment zu Moment einfach leben. Porque sales a la tienda, Weil wenn du sales a la tienda un instante y tu mascota celebra tu regreso como si hiciera 1000 años que te hubiera sido. Weil selbst wenn du nur für einen Moment rübergehst in den Laden, wenn du zurückkommst, dann feiert dein Haustier ja deine Rückkehr, so als wären 1000 Jahre vergangen.
Y entonces reconoces que es tu maestro del amor. Und so kannst du erkennen, dass dein Tier eigentlich dein Lehrmeister für die Liebe ist. Que no sabe resentimiento ni de queja. Weil die kennen keine sind nicht nachtragend oder haben Groll. Y festejas con él esta Navidad que está sucediendo en este instante. Und so kannst du mit deinem Haustier feiern, das Weihnachtsfest, was im jetzigen Augenblick geschieht. Y entonces sientes el amor de Dios dentro de ti. Und so spürst du die Liebe Gottes in dir. Y cerremos, si te parece, con la plegaria que hay al final de esta lección 189. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. Vater, wir kennen nicht den Weg zu dir, doch haben wir gerufen und du hast uns Antwort gegeben. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti donde vamos para encontrarlos. Wir werden uns nicht einmischen. Die Wege der Erlösung sind nicht die unseren, denn sie gehören dir. Und bei dir suchen wir nach ihnen. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Unsere Hände sind offen, um deine Gaben zu empfangen. Wir haben keine Gedanken, die wir unabhängig von dir denken und hegen keine Überzeugung darüber, was wir sind oder wer uns erschuf. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir. Y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Dein ist der Weg, den wir finden und dem wir folgen möchten. Und wir bitten nur darum, dass dein Wille, der auch unser eigener ist, in uns und in der Welt geschehe, damit sie jetzt ein Teil des Himmels werde. Amen. Muchas gracias por tu amor y tu presencia en este momento aquí. Gracias, Lorenz. Gracias a ti, Vielen Elke. Dank. ¿Sí? Vielen Dank für dein Dasein, für deine Liebe und für deine Präsenz jetzt in diesem Augenblick. Danke dir, Lorenz. Gracias a ti, Elke, por tu paciencia y por tu preciosa traducción. Con mucho gusto. Luis bedankt sich für die Übersetzung. Sehr gerne. Gracias, gracias a todos, Edgar. Bellísima como siempre tu presencia. Gracias, gracias. Y feliz Navidad llena de amor, de perdón y de extensión de toda esa protección que viene del cielo. Ah, vielen Dank für dein Dasein und für alles und für alle. Und sie wünscht uns frohe, gesegnete Weihnachten, voller Vergebung, voller Segen und voller Freude und Ausdehnung.
Por este entorno hay mucha fiesta y mucha visita y mucha. Entonces, me voy a retirar para practicar el amor con la visita. Luis sagt, jetzt in dieser Zeit, wo so viel los ist und viel Besuch und viele Menschen und dass er sich da zurückziehen wird, um mit dem ganzen Besuch zu üben. Que mil, mil gracias, sí, mil gracias. Tausend Dank Gracias. a ustedes.